Selam Aleikum und herzlich willkommen im Sportpark Kelzerbach zur heutigen Partie Türk Kelzerbach gegen Fortuna Höchst. Kelzerbach heute im hellblauen Dress, der Gegner aus Höchst im auffallenden Gelb. Beide Mannschaften mit vielen Verletzungssorgen, daher nur mit abgespecktem Kader. Ein großer Schock für Kelzerbach zu Beginn des Spiels. Die Gäste aus Höchst gehen in der dritten Minute mit 1:0 in Führung und können es selber nicht glauben. Kelzerbach ließ es nicht auf sich sitzen. Der direkte Angriff danach führte zum Ausgleich durch Gökhansar. Ein wunderschöner Spielzug mit einem tollen Assist von Mehmet Karampas. Hier in der Zeitlupe nochmal zu bewundern. Ein Schlagabtausch direkt in den ersten Minuten des Spiels. Die Unkonzentriertheit der Kelzerbacher Abwehr nutzen die Männer von Fortuna Höchst aus und erzielen erneut den Führungstreffer zum 2:1. Der Torwart von Fortuna war hier in dieser Aktion der Hauptdarsteller. So wie er diesen Ball rausfischt, können wir von einer Heldentat sprechen. Eine unglaubliche Parade des Mannes mit der Nummer 1. Kelzerbach baute weiter Druck auf und drängte auf den Ausgleich. Der tiefe Ball von Abdulhamid Kuzu führt zum Elfmeter. Dem Torwart bleibt nichts anderes übrig, als unseren Stürmer Gökhan Güvenç von den Beinen zu holen. Hier der Treffer von Abdulhamid Kuzu. Abdulhamid Kuzu bleibt ganz cool, haut das Ding in die linke Ecke und holt sein Team zurück ins Spiel. Fortuna Höchst ist unbeeindruckt von dem Spielstand und sie spielen weiter tapfer nach vorne. Schnell und effektiv, hier nur das Außennetz. Auch in dieser Situation sah unsere Abwehr nicht gut aus. Eine Standardsituation, getreten von Abdulhamid Kuzu, könnte den Spielstand erneut ändern, wenn Fortuna nicht rechtzeitig gehandelt hätte. Im letzten Moment positionieren sie einen Spieler in die Gefahrenzone. Und wieder ist es unser Spieler Apo, der beim Freistoß steht. Diesmal tritt er mit seinem schwachen Fuß an und verwandelt den Ball souverän im Tor. Der Mann kann einfach Freistöße. Fehlende Zuordnung beim Eckball der Gäste führt zum Ausgleich. Dieser Treffer ist bitter, denn zum ersten Mal waren wir in Führung gegangen. Ausgleich 3:3. Es erwartet uns weiterhin eine spannende Partie. Kelzerbach wollte unbedingt den Führungstreffer vor der Pause. Den Fehler der höchsten Abwehr nutzt unser Mann mit der Nummer 14 Kalle gnadenlos aus und erhöht auf 4:3. Kelzerbach völlig überfordert mit dem Angriff der Gäste. Dass hier kein Tor fällt, da können wir von Glück sprechen. Die Leistung der Abwehr heute leider nicht so wie gewohnt. Mal sehen, was die Halbzeitpause in den Köpfen der Spieler bewirkt. Hoffentlich sieht die zweite Halbzeit besser aus als die erste. Unser Trainer Erhan Hacıbedel wird mit Sicherheit die richtigen Worte finden. Die zweite Halbzeit beginnt, wie die erste aufgehört hat. Kelzerbach mit Druck und einer gefährlichen Freistoßsituation, auch dieser Ball von Abdulhamid Kuzu ganz knapp am Tor vorbei. Der eingewechselte Enes Bulut steht absolut richtig und versenkt den Ball im Kasten der Höchster. Enes Bulut mit einer guten Leistung, die er mit einem Tor bringt. Weiter so, Junge! Auch dieser Ball in die Tiefe wird gefährlich vor unserem Tor. Keine Chance für unseren Torwart Faruk Duman. Die Gäste verkürzen auf 5:4. Der zweite Elfmeter in diesem Spiel, verursacht durch die Abwehr der Gäste, Gökhan Akkuş, der ebenfalls zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, wird hier zu Fall gebracht. Den anschließenden Elfmeter tritt er selbst und erhöht den Spielstand auf 6:4. Endstand 6:4 in einem ausgewogenen Spiel mit mehr Glück für die Heimmannschaft. Kelzerbach mit seinem fünften Sieg in Folge. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren
und bei unseren Zuschauern vor Ort für die grandiose Unterstützung.